Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur abendlichen Marktbesprechung. Mein Name ist Dennis Gürtler. Heute ist Donnerstag, der 11.08.2016 und wir haben es 18.48 Uhr ganz genau. Wir blicken auf einen DAX, der heute vom Bewegungsverlauf her eher unbefriedigend war. Ein Gestochere eher am oberen Tendenzbereich hier, also von rund 10.700 Punkten rückte der DAX nicht nennenswert ab, nicht nach oben, nicht nach unten. Und da muss man klar sagen, er orientierte sich zwar eher Richtung hier der Hochpunkte, aber es fehlte gänzlich an Volatilität. Von der Eröffnung aus steht er jetzt knappe 46 Punkte im Gewinn. Überzeugend war das nicht so. Die amerikanischen Indizes haben hier auch noch keine Momentum getragenen Impulse geliefert. Der Nasdaq testete nochmal hier das Allzeithoch bei 4.811, zog dann so ein bisschen zurück und verharrt jetzt hier bei der psychologischen 4.8er-Marke. Also für einen wirklichen Momentumausbruch reicht das hier nicht. Wir hatten gesagt, über 4.820 kann man es dann probieren. Dann sollte man hier die Höhe der Range als potenzielles Kursziel betrachten, sind dann so knappe 45 Punkte. Oder Short, wenn er erst dann unter 4.750 geht. Aber gegenwärtig dominiert hier diese kleine Range. Der S&P 500 notiert an der oberen Begrenzung der H4-Range und steht hier kurz vor einem Ausbruch nach oben. Das würde nochmal für eine Trendbeschleunigung sprechen ab 2188, dann mit Potenzial nach oben. Short momentan kurzfristig, wenn überhaupt, nur unter 2170. Und er muss mindestens für einen Short mal diese H4-Seitwärtsphase nach unten hin triggern. Das tut er aktuell nicht. Aktuell drückt der Markt hier eher nach oben. Das, was mir im DAX nicht gefällt, auf der einen Seite, wenn man sich natürlich das anschaut, hat er hier diese abwärts geneigte Trendkanallinie gebrochen und ist nach oben hin ausgebrochen. Das ist schon klar, der Long ist absolut vorhanden. Was nur oftmals eben nicht gesehen wird, auch auf Wochenbasis, ist ja jetzt die Frage, inwieweit beispielsweise, wo sind jetzt so die Kursziele? Er hat ja jetzt diese abwärts verlaufende Trendlinie gebrochen oder beispielsweise auch hier auf dem Tageschart sieht man das auch ganz gut, wenn man diese Situation nimmt. Nur, was eben auch noch letztendlich zu betonen ist, dass wir uns jetzt hier schon knapp 1500 Punkte in der Rallye-Phase befinden. Vom Tief aus gesehen hier unten ist der Markt jetzt hier nahezu konsequent durchgestiegen, nur zwei kurze Atempausen. Und das drückt sich eben untergeordnet im Tageschart hier durch diese fünf Wellen aus. Und jetzt gehen wir nochmal auf den Tageschart zurück und was mir halt eben nicht gefällt, ist für potenzielle Long-Positionen, unabhängig davon, dass der Ausbruch hier erfolgreich vollzogen wurde, dass wir hier am 76.4er-Retracement sind, dieser abwärts gerichteten Impulswelle, das heißt von 11.400 ging es ja hier zügig abwärts auf 8.700, genau so. Naja, und jetzt sind wir halt so langsam in Bereichen, wo es einfach teuer ist. Das ist einfach entspricht nicht meinen Handelskriterien. Der hat zwar heute wieder ein paar Gewinne gemacht, aber stochert immer noch hier oben rum und liefert nichts. Und es wäre durchaus günstiger, aus der Korrektur herauszugehen. Ja, eben zu sagen, okay, 10.300, 10.380, das ist so ein Niveau, das interessant wird dann, wenn er dann nochmal aus der Korrektur hier in diesen Bereich kommt. Aber jetzt mittlerweile nach knapp 620 Punkten fernab von der H4 EMA 200, das hatten wir zum Brexit, hatten wir solche Niveaus. Also das sind jetzt mittlerweile hier 655 und beim Brexit hatten wir hier sogar 770, krass. Na gut, ansonsten haben wir hier 540, was hatten wir hier, 377, hier ein bisschen weniger, was war hier noch in der Ausdehnung, 620. Ja, hier war es nochmal besonders krass, ja, 1100, da kann er sich noch ganz schön ausdehnen, ja, 600. Hier, was war denn? Also man sieht durchaus, ab so 600 ist der Markt in einer durchaus versteifenden Trendphase. Es ist schwierig zu sagen, ob hier das Hoch entsteht. Es ist nur letztendlich relativ klar zu sagen, dass der Markt durchaus in einem weit gelaufenen Umfeld sich befindet. Das kann auch noch weiter so laufen und sich weiter so vollziehen. Aber in solchen Marktphasen, wenn es dann mal klappt, dann kann man Probleme kriegen, also zumindest mit Läufern. Ja, und daher gilt, aus der Korrektur her ist der DAX sicherlich interessant. Der Nasdaq, erstmal muss er ausbrechen oder eben S&P eng gestoppt, wäre auch noch eine Option hier. Das wäre noch eine Möglichkeit. Hier gibt es noch nichts, was man shorten könnte. Oder eben der DAX aus der Konsolidierung. Ja.
Aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass er nicht doch dann nochmal einen Zipfel macht und weiterläuft und, was weiß ich, die 10-9 antestet. Ja, also der kann hier durchaus laufen, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass, wenn man sich jetzt für Neueinstiege überlegt, kann ich hier jetzt länger laufen lassen, dann ist das eben problematisch. Ansonsten kann man dem kurzfristigen Trendverlauf hier folgen. Ja, also da kann man beispielsweise, wenn überhaupt, hier unten nochmal eng genug scalpen oder beim Durchbruch hier in Short, das wäre auch noch eine Option, dann kurzfristige Trendwende, aber jetzt gegenwärtig in so einer Situation würde ich ungern kaufen. Wenn überhaupt, schönes Chance-Risiko-Verhältnis hier 10.640. So drückt er sich halt im Prinzip zunehmend nach oben. Wird jetzt interessant zu sehen sein, wie er mit dem Retracement und der Extension hier oben umgeht. Nicht, dass das Teil jetzt hier ausbricht, an das 76er ranläuft und dann nach unten hin abschmiert. Das muss auch nicht sein. Deswegen ist das jetzt auch nicht so mein favorisierter Ausbruch. Ja, weil es eben an das Tages 76er kommt. Alles in allem also für mich, als was die charttechnische Komponente angeht, wenn ich auf Bewegungen setze, ist das für mich momentan echt dürftig. Echt dürftig. Australisch Dollar, US-Dollar. Aus der Korrektur heraus bleibt weiterhin 0,7662. Euro-Britisch Pfund hat sich wenig verändert in dem Fall. Haben wir hier vorbereitet. Ein Einstieg bei 0,8564 ist ganz nett. Aber auch natürlich, das ist diese Geschichte hier aus dem Stundenchart. Müssen die EMAs müssen noch dazukommen als Unterstützung oder im Falle einer tieferen Konsolidierung die 0,85. Britisch Pfund, Schweizer Franken Short. Genau, das war hier an der 1,2740. Muss er halt auch erstmal machen, ne? Ja, das war ein schönes Durchbruchsniveau. Das ist akzeptabel. Aber gut, ist noch ein bisschen hin. Euro-US-Dollar hat sich auch nichts bewegt. Ja, kurz rauf, kurz runter. Und Gold bleibt hier jede Impulsivität schuldig. Erst ab 1380. Die Sommermonate hinterlassen da durchaus noch die ein oder anderen Spuren in der Volatilität. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.